Du. Ich versuche die Kurse immer als einzelnes Video mit nebenher aufzunehmen. Deswegen habe ich mir so eine kleine Funkmaus geholt. Und vergiss aber manchmal, dass die Kurse relativ kurz sind. Hatte ich gestern zum Beispiel ein Video, das 12 Minuten ging. Aber auf der anderen Seite, pff, warum nicht? Warum nicht? Das hat was. Was denn hier los? Warum ist die so aufgeregt? So sollte es nicht enden. Oh nein, wir müssen den Funkkelly retten. Ja, auf jeden Fall. Los geht's, Mädel. Let's go. Yeah. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass ich auch auf den Zug kann. Das ist doch, ja, das ist doch hier hochgeklappert. Da kommt gleich jemand mich retten. Auf jeden Fall. Aua. Kein Problem für Cowgirl Peach. Easy, wenn wir zurück sind, gebe ich eine Milch aus. Auf jeden Fall. Für eine Milch bin ich immer zu haben. Hier kommen wir wohl nicht weiter. Ich hoffe, das ist aber auch Hafermilch. Denn Milch ist Gift. Die muss ja auch vegan sein. Entschuldigung, da kann ich mich selbst nicht ernst nehmen. Deine Stute brennt es wohl unter den Hufen. Ja, das ist ja auch meine Stute. Ich nehme die Zügel. Spring du hinten auf. Let's go! Jawohl! Das ist unser Mädel. Achtung, Wagen, schnell! Das Fass nehme ich mal mit. Ah, ja. So, dich nehmen wir mit, alter Mann. Kein Problem. Aua. Never. Ich bin doch die, die die Zügel in der Hand hält und die Keule schwingt. Okay. Ich kann also nicht runterfallen. Wir haben es geschafft. Schnell zum Ausgang. Ich glaube, das war es noch nicht. Oha.
Da haben sich aber hier echt was einfallen lassen. Der Zug und die bedrohte Stadt. Da. Machen wir doch. Könnt ihr mal sagen, welche Peach euch besser gefällt? Die Fechterin, die Meerjungfrau, Cowgirl, Kolosseurin. Also die Fechterin hat Spaß gemacht, das Cowgirl aber auch. Aber mein Liebling ist und bleibt aktuell die Kolosseurin. Einfach, weil die einfach die leckersten Kuchen macht. So, sieht aber hier soweit alles gut aus. Wenn ich davon mal versuchen soll, einen 100% Run zu machen, sagt das, dann können wir das mal tatsächlich probieren. Aber ich glaube, das würde euch nicht wirklich interessieren. Obwohl hier Samus für Arme oder Mega Man für Arme wäre auch nicht schlecht. Die Superheldin Peach hat auch was. Meerjungfrau Peach, schwierig. Also, das haben wir jetzt. Ich habe so das Gefühl, wir müssen immer zwei Akte machen mit der jeweiligen Hauptrolle. Und dann können wir den passenden Funkuli befreien. Das bedeutet, im nächsten Etage gibt es nochmal eine Superheldin zu sehen. Und eine Meerjungfrau inklusive zwei neuen. Dann gucken wir mal, was da uns erwartet.